Ich sollte mich vielleicht häufiger an mein eigenes Wort halten. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind mittlerweile in der 7. Folge, die ich heute aufnehme. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, weil es spät ist. Aber es macht gerade so unfassbar viel Spaß. Deswegen ich mir dachte, komm, nimmst du noch eine auf. Es kann sein, dass mein Brain ein bisschen kaputt ist heute in der Folge. Ich sag's, wie es ist. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Doch, eigentlich, ich kann sehr vieles dafür, aber wir reden nicht drüber, okay? Bitte einfach eine Pause machen. Was bist du denn für einer? Was unsere 10 Gegner besiegen? Ganz entspannt. Fangen wir doch mit dir mal an. Du kriegst einen Dash. Kriegst eine Stampfattacke. Und dann bin ich auch schon wieder weg hier. Ah, ich wollte noch ein Stück weiter eigentlich. So, gehen wir hier runter. Stellen uns hier hin. Hoffen, dass wir beide gut treffen. Ja, den linken nicht. Doch, beide? Strong. Bin mir sicher, einer von den beiden wird sich bewegen. Da hinten ist aber auch noch viel los. Egal. Der wäre dann auf jeden Fall raus. Mario kann ja tatsächlich sehr große Distanzen traveln. Möchte ich, dass er weiterkommt oder sie? Ich glaube, sie ist, glaube ich, besser. Das heißt, wir fliegen einfach mal bis hier nach vorne. Steppen dann auch durch die Röhre durch. Stellen uns hier hin. Wir können sogar einen davon direkt schon mal rausnehmen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht für einen Anfang, würde ich sagen. Das ist doch ganz, ganz hier entspannt. Wollen wir ja bleiben. Er kann doch über Hindernisse. Kann er nicht? Dann halt nicht. Oh, er kann noch weniger weit laufen. Ah, das ist nicht so. Ja, yo. Kannst nichts. Er kann aber durch die Röhre. Und den Typen hier hinten habe ich nicht gesehen. Aber da ich jetzt zweimal dashen kann, gar kein Problem. Und der Kollege ist down. Ich habe den nicht gesehen. Ich hätte ihn am Anfang safe gedasht mit jemandem. Aber ja. Kann passieren. So, ich sehe jetzt noch nicht dazu, dass wir irgendwie so Zeugs anmachen müssen. Der ist down. Kommt auch mal angelaufen. Ja, der kann ja noch jumpen, stimmt. Er kommt. Um den kümmert sich jetzt Rabbit Luigi. Ja, ja. Kenn die Stimme irgendwo her. Woher kenne ich die Stimme von ihm? Ich weiß es nicht, aber ich kenne die Stimme irgendwo her. Oh, der Dog ist ziemlich weit weg. Hoch mit dir. Sollte aber mit Mario. Ah, komm. Wunderbar. Gar kein Problem sein, den noch zu erreichen. Hier so schön zwischenstellen, dass wir nach dem Dash gleich abhauen können. Da drüben befindet sich nämlich anscheinend auch noch einer, der ein bisschen mich näher kennenlernen möchte. Komm. Ist er down? Ja, sehr schön. Und mit ihr stellen wir uns dahin. Stellen wir uns dahin. Schlechter. Das ist halt jetzt zu schön. Ich werf trotzdem mal. Hat nicht viel gebracht. Bis jetzt brauche ich, glaube ich, keinen Spark. Ich weiß nicht, was da für Gegner rauskommen. Deswegen mache ich mal die Reflexion an bei ihm. Aber bei den anderen sehe ich das noch nicht. Wir geben den Zug ab und gucken erstmal, was unsere Gegner machen. Schießen. Was spawnt hier? Ja, sowas habe ich erwartet. Aber dadurch kriege ich halt selber Damage. Ich hab nur so eine Frage. Wie viele spawnen da jetzt? Werdet so alle gleich RIP sein. Ihr werdet gleich RIP sein. Werdet sowas von nicht RIP sein.
Doch, werdet ihr. Double Dash. Ich gehe nur, ich komme gleich wieder. Bin nur hier. Es ist halt stupid, dass er so weit weg ist. Jemanden zu holen, der sich um euch kümmert, um jeden einzelnen von euch. Aber sie, Rebella macht das First Try. Der ist euch noch voll. Weg hier ein bisschen. Sonst noch wer? Ja, beide wollen mal gehen hier. Hab ich gehört. Tschüss. Keine Chance. Ich bin gerade noch gelaufen. Rabbit Mario kann das. Also der bekommt das als Skill auf jeden Fall. Dass er, nachdem er sich, nachdem er geschossen hat, sich nochmal bewegen kann. Das kostet aber 4 und ich habe erst 3 Balls, deswegen müssen wir nochmal kurz sparen. Ja. Ja, ist zwar nicht schlecht. Warum habe ich gegen den gekämpft? Was war der Sinn des Kampfes? Ah, das war so eine Dingsstation, so eine Bubble-Station. Stimmt. Ich erinnere mich vielleicht nicht mehr so ganz daran, aber stimmt. So. Wir müssen doch tatsächlich einen Pinguin finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Vielleicht hier drinnen. Nein. Der aber sein können. Kamera schweifen lassen. Sieht aber erstmal nicht so aus, als würde sich noch einer befinden. Hier hinterm Schiff? Auch nicht. Ich bin gebongt. So, die Coins nehme ich natürlich mit. Coins ganz wichtig. Für Heilung. Dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die Map, was wir noch machen müssen. Hier ist noch was. Toad-Tragödie auf Flockenbrocken. Das hört sich aber nicht so schön. Wo befindet sich der? Ich muss das auf der Karte. Das scheint da oben zu sein. Oh, in dem Block hätte vielleicht noch ein Pinguin drin. Pass aus. Aha! Du kleiner Pinguin, du. Du wirst jetzt erstmal auf das Schiff geworfen. Da sind sie alle drei versammelt. Das scheint es scheinbar noch nicht gewesen zu sein. Das Toad-Ding löse ich mal wieder. Weil das ist blöd, weil ich vergesse das sonst wieder. Ich pinne das hier an. Oder ist das grundsätzlich angepinnt? Das ist grundsätzlich angepinnt. Okay, aber wir haben hier hinten auch noch ganz viele Sachen. Hier noch ein Luma. Hier links ist noch was. Also wir haben noch ganz viel hier auf jeden Fall zu erkunden. Wozu wir gleich kommen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass die Pinguine hier in Ruhe Piraten spielen. Das ist ja ganz schlimm. Blick vom See. Ja, also das kann es ja nicht sein, dass ihr hier kompletter Ausraster gibt. Also jetzt lass sie doch mal Piraten spielen, Mensch. Ich muss gar nicht weg. So, wir müssen Augen zerstören. Ich möchte mich bitte erstmal umgucken. Hier ist ein Ei. Ist eins. Okay, es sind 3 Augen. Das heißt, wir gehen hier durch. Bitte lass mich noch weit genug laufen. Dash. Dash. Und Wurf. Warum nicht? Einfach mal ein bisschen hier Vollgas rein. Ich weiß nicht, welche Richtung sich mehr lohnt. Taktikam. Taktikam. Also hier hoch gehe ich mit ihr. Läuft einmal hier außen rum, weil von hier unten komme ich da nicht hoch. Sonst muss ich wohin? Da nach oben. Ja, das macht dann Mario. Oh. Nicht so nice tatsächlich, dass ich so einen hier sehe. Okay, das wird doch schwerer als gedacht tatsächlich.
weiß nicht, wer mehr Hilfe braucht. Ich glaube, tatsächlich ist es Mario. Aber ich bin mir nicht sicher. Gigi, du holst dir einfach mal den Highground hier. Nee, du dashst den. Einfach so. Und rennst jetzt aber ganz schnell weg, Luigi. Luigi! Luigi! Ich konnte da nicht durch, Mann. Ach, komm. Nein, sowas ist unfair. Nein, das akzeptiere ich. Nee, überhaupt nicht. Wie weit geht das? Ja, ich glaube nicht, dass einer nach hier unten... Ja, das war jetzt mega doof. Weil ich konnte nicht durchlaufen zwischen ihnen. Ja, eben keiner von denen wird runterkommen. Ich werde auf Distance schießen, natürlich. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, aber es ist schon mal gut, dass Luigi da ist. Weil der kann mehrere Ziele treffen. Das sollte sich hier auch tatsächlich bezahlt machen. Zack. Ich hoffe, Mario kommt auch so weit. Nein, natürlich nicht. Warum sollte er auch? Geh doch an. Achso, ich treffe keinen. Vollgas rein da. Zu spät. Ich hab schon geschossen, gell? Ich muss ihn schwächer machen. Sonst sieht es tatsächlich nicht gut für mich aus. Der komplette Weg jetzt bis nach hier oben wird die Hölle. Es darf aber nur einer auf mich schießen. Richtig? Richtig. Ich habe mich nicht bewegt. War's das? Das ist die Sache, das war's eben noch nicht. Ich mach mich stärker. Mach doch einen Crit wenigstens. Ich muss hoffen, dass ich das jetzt überlebe. Na los. Lacht neu starten. Guys, wir sehen uns gleich wieder. So, ich würde sagen, wir nehmen das mal. Und werfen das mal freundlicherweise. Ich krieg dich. Wie? Wie passiert sowas? Werfen das freundlicherweise auf dieses Auge. Ein Glück, dass sie zweimal dashen kann. Ich hätte geschrien. Ich hätte geschrien. Wir steppen schon mal runter. Und vielleicht auch schon hier durch. Keine Ahnung, was mich auf der anderen Seite erwartet. Ich bin jetzt mit allen drei Charakteren in eine Richtung gegangen. Das hat sich besser angefühlt. Wie ich das sehe, kommt man hier aber auch relativ durch. Ja, okay. Ihr seid neue Gegner, sehe ich das richtig? Komm, lass sie mal scannen und mal gucken, was da steht. Wasserknecht. Fügt mit seinem Rasereiangriff und seinem Wasserbombenangriff Spritzschaden hinzu. Dann empfinde ich gegen Schock. Aha. So treffe ich beide. Das ist immer wichtig. Und dann, weil hier halt so viele sind. Nein, warte doch, bis die anderen dahin gelaufen sind. Ich bin so blöd. Also, was heißt, bis die anderen dahin gelaufen sind? Das ist ja nur noch er hier, der hier unten am Warten ist. Dass der Typ hier mal down ist. Ja, ich hätte vielleicht auch mal einen Zusatzschaden aktivieren können. Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Luigi steht jetzt schon seit 10 Minuten hier unten und kommt hier nicht hoch. Aber ich stelle mich mit Luigi jetzt rein, dass der nächste Runde auf jeden Fall zumindest mal in die Richtung kommen kann.
kann ihm keinen direkten Schaden dazu. War? Nein. Okay. Aber zumindest schon mal so eine Ulti zünden, dass wir so ungefähr die Richtung wissen. So, Mario kommt da aber auch hin. Ja, wunderbar. Dauert ja nur 10 Minuten, bis man da ankommt. Ist auch so schön, dass man sich jetzt nicht mehr verklicken kann. Du kannst dich nicht falsch positionieren, weil du immer wieder Zeit hast, dich neu zu positionieren. Teamsprung. Dampfattacke. Ganz dringend weiterfliegen. Und einen Dash raushauen. Hier hinstellen. Da reinzünden. Und da reinzünden. Zack, wunderbar. Der eine raus, der andere überlebt das noch. Dann müssen wir Mario jetzt aber auch schützen. Oder Heldensicht. Nee, wenn dann Schutz. Das macht den Gegnern prozentual mehr Schaden, wie wenn wir jetzt einen Gegner rausnehmen. Die stehen da hinten immer noch komplett lost rum und denken, sie wären was Besonderes. Du kannst so zweimal angreifen. Ja, das weiß ich. Aber die kriegen auch Schaden zurück. Boah, wieso können die mich so wegfeuern? Jetzt gar nicht gut, dass sie mich so wegfeuern können. Ihr erreicht mich nicht. Wunderbar. Ob das jetzt so wunderbar ist, lässt sich drüber streiten. Aber ihr wisst zumindest mal grundsätzlich. So. Hoch mit dir. Mario kann zumindest schon mal den einen hier rausnehmen. Und den anderen auf die schönste Weise dashen, wie man sie noch nie gesehen hat. Wie weit kann sie noch laufen? Ah, wir hätten Mario weiter vorne platzieren müssen. Wenn wir nämlich noch springen können. Schlecht gelaufen. Er kriegt aber dafür beide Schüsse ab. Hier die Klinge runterzuwerfen, bringt tatsächlich was. Krass. Ja, wir müssen mal wieder Schaden in Kauf nehmen. Der Typ ist nicht tot. Das ist nicht... Luigi, also es tut mir leid, aber dich nehme ich jetzt komplett aus dem Kampf raus. Ich muss das mit den beiden hier regeln. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass einer der beiden hier hochläuft? Nicht hoch. Weil die gar nicht hier hochkommen. Dann gebe ich den Zug ab, hoffe aufs Beste. Und Luigi, du musst halt noch mal eine Runde leiden. Der Boy tut mir so leid. Der ging daneben. Der auch, der auch. Der auch. Ja. Weg, 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 weg. Weit weg. Ich. Ja, Luigi, dann halt nicht. Du hattest jetzt die Chance, allen zu beweisen, wie krass du bist. Bist du nicht. So hin, dass wir hier auf jeden Fall runter können gleich. Nächstes Auge ist tatsächlich down. Mario, du kommst runter. Wunderbar. Herunter. Herunterspielen. Oh, aber du kommst nicht bis nach da vorne. Aber sie schon. Und sie kann sogar noch einmal dashen. Wobei Mario auch. Ja, aber... Ihr wisst, was ich meine. Oh, sie kann aber nicht mehr jumpen. Dann wird Mario sein, der weiterkommt. Das ist ein bisschen unnötig. Aber... Oh, wir kommen hier gar nicht hoch. Oh nein. Oh nein. Sind wir jetzt stuck? Nein, wir müssen hier runter. Der Sprung hat sich gelohnt. Luigi, du kannst jetzt wieder zurückkommen. Du bist jetzt tatsächlich wieder... Achso, du kannst ja nicht laufen. Also Luigi ist... Also heute, Luigi ist ganz lost heute. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen. Luigi, heute ist nicht dein Tag. Gehen aber trotzdem durch die Röhre mal hier durch. Ich glaube, mit Mario können wir hier mehr erreichen. Aber wir können ja nicht mehr springen, oder? Mit keinem der beiden Charaktere.
Oh, komm, please, komm. Gönn. Schade. Er kann von hier auch nichts machen. Ja, das ist auch nicht mehr so nice. Wir können aber, wenn wir uns hinstellen, vielleicht noch treffen. Nein. Aber wenn wir hier offen stehen, dann schon. Egal, aber einer ist dann zumindest schon mal raus. Was, würde ich mal sagen, nicht schlecht ist. Nur Ballast. Let's go. Das könnte funktionieren, muss aber nicht. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Mir geht es jetzt prinzipiell erstmal darum, das Ganze zu überleben und zu schaffen. Und nicht irgendwie meine Ultis einzusparen. Warum er jetzt zum Beispiel nicht bekommen hat, wahrscheinlich darum, weil wir nicht in seiner Range waren. Er wiederum war in unserer Range. Ihr seid am anderen Ende der Stage, ihr könnt gar nichts. Komm. Ich bin ziemlich offen. Ja, das war klar. Aber immerhin schießt nur er. Ja. Wir können auch gleich noch. Luigi, du kannst mal kommen. Luigi, du hast es verdient. Du kommst nicht bis zur Röhre. Luigi, ich bewege dich nicht mehr. Luigi, du nimmst mir nur Zeit. Luigi fühlt sich gemobbt in der Ecke, aber das ist gut so. Minus eins. Ja, das ist schön. Nein, Luigi, dich mag ich nicht. Ja, aber kann Mario nicht auch irgendwie in der Luft ballern? War da nicht was? Mir wurde gesagt, Mario könnte in der Luft schießen. Was kann Mario sonst noch außer das? Ja, wir zünden Feuer. Feuer macht mehr Schaden. Bisschen minimal. Ist sogar effektiv gegen die Guys. Wenn er mich jetzt mit Feuer ansteckt. Mario überlebt die Runde auch tatsächlich. Das ist doch schön. Ja, perfekt. Mario, du hast die Ehre. Ey, wenn Mario das jetzt nicht richtig hinkriegt. Mario kann halt nur einmal dashen. So. Hier, warum? Warum? Hä? In welcher Welt? In welcher Welt? In welcher Welt kommt... Los. Das ist Schmutz. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. So. Dash das. Ich nehme das und stelle mich hier so ganz an den Rand und werf das dahin. Hier, warum treffen manche Charaktere beim ersten Versuch nicht? Das ist so skurril. Reden wir nicht drüber. So, KP werden aufgeheilt. Bisschen XP bekommen wir auch noch dazu. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Außer vielleicht, dass The Rabbit Luigi einfach ein Mobbing-Opfer geworden ist. Die Pinguine waren nicht gerade begeistert, dass ich aufgehört habe, Verstecken zu spielen, ohne es ihnen zu sagen. Sie haben mich als Kapitän abgesetzt. Kann ich vielleicht mit euch gehen? Freunde des Abenteuers. Ihr müsst uns auch keine Piratennamen geben. Das ist nur für die Stimmung. Natürlich kannst du mit uns mitkommen. Und natürlich gucke ich mir auch an, was du für ein Spark bist. Möchte ja wissen. Was kannst du besonders? Was sind deine Fähigkeiten? Regeneriert zu Beginn der nächsten zwei Züge 20% von alleine. Krass. Das ist ja krass. Das ist der Abklingzeit von 5 Zügen. Aber ich sag mal so, du bist sehr strong. Gib dich mal Luigi, weil Luigi hat an sich schon... Was bekommt Luigi noch? Luigi sieht aus, als hätte er noch Lust, so mit Elektrosachen zu schießen. Warte, was war das? Stopp. Der Held wird für einen Zug unsichtbar und kann sich bewegen. Sollte eigentlich auch jemand kriegen, der nicht so viel Damage tankt. Aber wir geben es mal. Rabbit Peach hat, glaube ich, von denen noch am wenigsten. Was ist das hier? Wasserschaden geben wir. Der macht Frostschaden und Wasserschaden. Kann man sich das ein bisschen aussuchen.
Items haben wir noch genug. Könnten wir hier in den Skilltree gucken. Kann Rabbit Mario mittlerweile... War das das hier? Nein, das war das hier, gell? Das da. Ach, ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich haben, was 4 kostet. Das da wahrscheinlich. Ja. Können wir uns tatsächlich noch nicht leisten. Okay. Steppen wir weiter. Weil wir uns tatsächlich noch nichts kaufen können. Und nehmen hier natürlich das hier mit. Ich würde sagen, wir machen uns auf zu den Toads. Hätte ich gesagt. Kommt man da am besten hin? Ich glaube, der wird durch die Höhle gehen. Ich glaube, da warten die wenigsten Gegner auf uns. Und wenn doch, wir können ja von den meisten Gegnern eigentlich wegrennen. Deswegen sollte das auch kein Stress sein. Das könnte man runter. Oh, da unten ist noch sowas, wo wir auf jeden Fall was tun müssen. Ja, ja, ja. Und das sieht hier auch. Ah, das ist das mit den Toads. Okay. Okay, welches Level brauchen wir hier? 13. Das könnte also wieder eine Weile dauern. Hier gibt es aber wieder eine Challenge, die wir machen können. Und die tun wir doch auch. Dann, let's go. Mal gucken, was uns erwartet. Das ist, glaube ich, die Blue Coin Challenge. Also, wo wir die blauen Münzen einsammeln. Oder? War doch bis jetzt immer so in diesen blauen Röhren. Wir sind erst durch eine durch, ja. Gleichzeitig alles machen ist smart. Ich hab doch gepustet! Oh mein Gott. Doch, haben wir. Und hier unten müssen wir nur noch reinsteppen. Wunderbar! Wir bekommen eine Erinnerung und Geld, oder? Das war Geld. Oder? Ist okay. Genau, ja, ist okay. Geld ist nie so was Besonderes. Okay, gut. Und eine Erinnerung, und zwar an... Glockenbrocken, einfach an die City hier. Okay. Genau, die ganzen Erinnerungen, Guys, seht ihr hier im Aufgabenprotokoll. Seht ihr hier, und dann könnt ihr hier runterscrollen. Da seht ihr auch schon ungefähr, was wir alles verpasst haben. Wir haben Luigi. Wir haben hier oben vor allen Dingen viel noch. Von der ersten Welt. Aber wir werden hier auch noch viel finden, wenn wir hier noch einfach ein bisschen durchsteppen. Da hält uns jetzt erstmal nichts auf. Ich überlege gerade, ob wir in der nächsten Folge schon den Boss machen sollten. Oder ob wir uns nochmal um... Weil es gibt ja noch sehr viele von diesen Challenges. Wenn ihr euch hier mal anschaut, wie viele es gibt. Ich glaube, wir machen bei der nächsten Folge erst nochmal ein paar so Challenges und kümmern uns erst dann um den Boss. Käufer. Was ist das? In der Höhle gibt es auch nochmal was. Also hier gibt es noch ganz viel zu erkunden. Ich habe keine Ahnung, wie man hier hinkommen soll. Das sieht hier getrennt aus. Ist auch egal. Dann haben wir heute eine bisschen kürzere Folge. Ich hoffe, das stört euch aber nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Das würde mich mega, mega freuen. Weil ich weiß dann, dass es euch auch gefällt, was ich hier mache. Und da ich heute schon ziemlich viel aufgenommen habe, wäre das denn. Wir sehen uns. Bis dann. Abonniert den Channel. Ciao, ciao, Leute.